Schöner wäre solches aus Holz, wegen der Umwelt. Aber Holz arbeitet und was bei 18 Grad hält, fällt bei 20 Grad vielleicht schon wieder auseinander. Und so gab es bisher weltweit kein Holzstecksystem, das wirklich immer funktionierte. Bis in der Firma Steckstäbi aus Schweiner bei Bad Liebenstein die Lösung gefunden wurde. Heute wurde dort eine neue Produktionshalle eingeweiht. Horst König stellt Ihnen die Firma und ihr Patent vor. Mit diesen Holzteilen fing vor 30 Jahren alles an. Vater Rudi bastelte seinem Sohn einen Holzsteckbaukasten. Damit die Teile zusammenpassten und hielten, feilte er an den Enden der Verbindungsstäbchen ein kleines Profil. Und der Sohn war von den Spielmöglichkeiten begeistert. Ja, eigentlich kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ich war damals so 6, 7 Jahre alt, hatte jede Menge Tiere, kleine, verschiedene Größen, Bauernhoftiere, Kühe, Pferde. Und der Vater hat mir damals halt zu Weihnachten einen Kasten geschenkt, ne, auch aus diesen Hölzern, diesen Stäbchen. Und ich habe dann hauptsächlich Zäunchen gebaut aus diesen Teilen oder einen kleinen Stall, ganz kleines Häuschen dazu und habe dann halt meine Tiere da reingetan und habe da auch schön mitgespielt. Aus der Bastelidee von damals ist heute ein Patent geworden. Alle Bauteile bestehen aus einheimischem Buchenholz und werden nur mit Bienenwachs behandelt. Mit dem Steckstäbi sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es gibt insgesamt 12 verschiedene Baukästen mit bis zu 800 Einzelteilen. Mit der Plastikkonkurrenz verbindet das Steckstäbi in etwa Preis, Vielfalt der Möglichkeiten und auch die Einfachheit der Grundidee. Die Funktion von Steckstäbi wird dadurch bestimmt, dass alle Stäbchen als Feder gefräst sind. Das heißt, alle Stäbchen erhalten eine kleine Wölbung auf der Fräsmaschine. Und diese kleine Wölbung wirkt, wenn ich die in die Nude einstecke, wie eine Feder und verkantet sich drin, sodass alle zusammengesteckten Teile stabil auch zusammenstecken. Wenn ich zum Beispiel hier dieses Modell hier einfüge, Sie sehen hier, jetzt geht das locker rein und jetzt beginnt die Spannung, jetzt beginnt die Wölbung, die ich eingefräst habe. Dabei ist das unerheblich, ob ich die Stäbchen mit der Wölbung so in diese Hölzchen einfüge, in diese Nut, oder ob ich dieses so einfüge, oder ich setze diese anderen Teile so drauf, oder ich setze diese anderen Teile so drauf. Alles hängt bombenfest zusammen. So können sich die Kinder jetzt ihr Spielzeug selbst bauen. Die Idee von damals war aber maschinell erstmal nicht zu verwirklichen. Der Steckstäbi muss mit einer Toleranz von 2/100 Millimeter gefertigt werden. Im Holzbereich sind höchstens 5/10 Millimeter üblich. Weltweit gab es keine Holzbearbeitungsmaschine mit der erforderlichen Präzision. Kurzerhand bauten Vater und Sohn Stäblein die erforderlichen Maschinen selbst. Einfach, Teil für Teil, ohne Konstruktionszeichnungen. Der Erfolg gibt ihnen recht. Aufträge kommen aus allen Teilen der Welt. Die Produktion ist bis Jahresende so gut wie ausverkauft.